Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ich würde mal sagen, wir gehen mal nach Ben Erai und schauen uns da mal die nächsten Dinger an. Hier. Die nächsten Städte. Weil wir haben hier, also Ben Erai wäre das hier, glaube ich. Danach wäre dann Lago. Und Ben Sala und halt dann Bakaresh. Ben Arai will ich jetzt auch noch als nächstes. Wir finden hier aber auch noch nicht alle Nomaden. Und die Wassermagier will ich jetzt nicht verraten. Im zweiten Durchlauf können wir gerne Assassine oder Ork schlechter werden. Ich werde jetzt hier doch mal die gute Seite nehmen. Also beziehungsweise das, was vorgesehen ist. Von der Lore. Hier sind aber auch echt viele Varane. Ich speichere noch einmal, bevor ich mich mit denen anlege. Ich will jetzt aber auch nicht alle auf einmal hier gegen mich haben. Nehme ich mal alles mit. Wir brauchen keine Haltbänke nehmen. Wir können einfach hier aus dem Wasserfass. Das füllt einiges auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch sinnvoller, wenn wir die Wasserfässer nutzen, statt unsere Vorräte hier zu verbrauchen. Wenn die schon da sind, warum nicht? Was war das denn für ein Geräusch? Ja, komm. Jetzt kommt der da. Nice. Und wieder Wasserfass ausnutzen. Dann machen wir die da hinten auch nochmal fertig. Die beiden. Sind doch nur noch zwei, oder? Hoffentlich nur zwei. Ja komm, dauert halt ein bisschen, aber naja. Das müsste jetzt reichen. Speichern und dann die anderen beiden da. Was ist das? Das ist irgendwo hier. Hat das mit den Dingern zu tun? Keine Ahnung. Okay, hier regnet es jetzt in der Wüste. Hier nicht. Da regnet es. Ich gehe mal weiter. Da sehe ich schon die nächste Stadt. Da sind wieder Schakale. Mitten auf dem Weg. Guck mal, ob ich an denen so vorbei kann. Das sind ja richtige Mistviecher eigentlich auch, wenn man ehrlich ist. Alter, hier direkt auch wieder welche. Ich
So, da ist die nächste Stadt und da ist eine Höhle. Ich glaube, das ist eine Sandcrawler-Höhle. Lassen wir die erstmal in Ruhe. Die lassen wir entspannt da ihren Tagesablauf durchgehen. Da oben ist auch noch eine Höhle. Sagen wir hier oben erstmal Hallo. Kämpfer. Verschwinde! Ja, gut, ich gehe. Ich wollte nur Hallo sagen. So. Was gibt's denn hier für Leute? Vasco. Nun, bist du auch dem Ruf des Goldes gefolgt? Ich bin Vasco, Verwalter von Benerai. Was macht ein Verwalter so? Och, ich zähle das Gold, organisiere die Wachen, kümmere mich um die Sklaven, halt um alles, was anliegt. Okay, hast du Arbeit für mich? Vom Westen her kommen immer wieder Crawler. In letzter Zeit trauen sich die Biester ziemlich nah an uns ran. Zu nah. Ein paar Sklaven haben sie schon aufgefressen. Ich will, dass du sie erledigst. Vor allem diese zähen Mistviecher. Die müssen irgendwo ein Nest haben. Wo soll ich die Viecher suchen? Such sie westlich von hier. Such sie bei den Bergen. Und denk daran. Ich will, dass du die zähen Mistviecher erledigst. Okay, neue Quest. Da werde ich wahrscheinlich Hilfe brauchen. Allein werde ich das wahrscheinlich nicht schaffen. Luca. Willkommen in Benerai. Du bist bestimmt nicht gekommen, um dir den Buckel krumm zu schuften, richtig? Naja. Mann, diese Stadt ist eine Schatztruhe. Aber ebenso gut bewacht. Wenn du ein bisschen über Gold quatschen willst, dann bring welches mit. Was ist dein Job hier? Ich habe genauso angefangen wie du. Allerdings schon vor recht langer Zeit. Eine Zeit lang bin ich durch die Arenen gezogen. Aber das war nichts für mich. Jetzt passe ich hier auf. Das ist zwar nicht besonders ertragreich, aber ich krieg eine Menge mit. Okay, reden wir ein bisschen über Gold. Gut, pass auf. Es gibt drei Wege, an das Gold zu kommen. Entweder du schwingst die Hacke, du legst dich mit dem ganzen Ort an, oder du machst es leise. Was ist, wenn ich die Hacke schwingen will? Dann bist du bescheuerter, als ich dachte. Zuerst musst du dir nämlich den Zutritt zu den Stollen verdienen. Aber hey, wenn du das willst, ich habe noch eine Spitzhacke, die kann ich dir verkaufen. Nee, danke. Was genau meinst du mit leise? Du musst ein geschickter Mann sein. Am besten wartest du, bis alle schlafen. Ich kann dir zeigen, wie du an die Truhen rankommst, aber das kostet dich was. Oh, der kann mir Diebeshandwerk bringen. Wenn ich mich mit dem ganzen Ort anlegen will? Du bist ein kräftiger Kerl und ich habe auch einiges drauf. Außerdem kenne ich ein paar der Sklaven. Die kämpfen garantiert mit uns zusammen. Aber du solltest vorbereitet sein. Also sieh dich mal eine Weile um und verschaffe dir einen Überblick. Okay, was kann er mir hier... Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Okay, der kann da nichts Neues... Zeig mir seine Ware. Der hat nur eine Spitzhacke. So, Kämpfer. So, was ist mit dem? Eusebio. Hey, ich bin Eusebio. Der Alchemist, nehme ich an. Und Schnapsbrenner. Wenn du was brauchst, bei mir kriegst du alles. Erzähl mir was über die Stadt. Mann, wir sitzen hier auf einer Goldader und ich kriege nicht einen Brocken ab. Am liebsten würde ich hier nachts mal eine Runde drehen und alle Truhen plündern. Mach das doch. Bist du verrückt? Ich bin froh, wenn ich meine Wampe morgens aus dem Bett kriege.
Okay, kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Na klar, Tränke brauen ist mein Geschäft. Außerdem habe ich das Rezept für einen scharfen Schnaps. Aber bevor ich das hergebe, musst du mir erst 10 Kaktusblüten bringen. Okay, bring mir was über Alchemie bei. Giftpfeile? Ich will Waffen vergiften? Oh, ich will permanente Tränke herstellen, kann ich auch. Bring mir bei, wie ich Gifte herstellen kann. Der hat aber eine sehr unangenehme Stimme. Kämpfer. Wer ist denn das da? Sancho. Ich bin Sancho. Ich kann keine weitere Wache gebrauchen und wie ein Sklave siehst du nicht aus. Also, was willst du? Hast du Arbeit für mich? Hast du Arbeit für mich? Ich bezahle schon genug Leute dafür, dass sie sich die Beine in den Bauch stehen. Aber wenn du richtige Arbeit willst, dann habe ich was für dich. Okay, was hast du für mich? Was hast du für mich zu tun? Ich habe schon länger nichts mehr von unserem Stollen aus Lago gehört. Fabius Goldlieferungen bleiben aus. Irgendwas stimmt nicht. Geh mal nach Lago und sieh dich dort mal um. Wo ist Lago? Wo ist Lago? Lago liegt nordöstlich von hier. Es sind nur ein paar Hütten an der Küste. Selbst die Bezeichnung kleines Dorf ist unpassend. Aber wenigstens haben sie dort einen Stollen, von dem ich kein Gold mehr bekomme. Verdammt nochmal! Hast du was anderes für mich zu tun? Hast du noch was anderes für mich zu tun? Ja, durchaus. Ich mache mir Sorgen um meine Männer. Die Nähe zum Gold macht irgendwann jeden schwach. Also sprich mit ihnen und spitze dabei die Ohren. Wenn sich jemand verdächtig macht, dann erzähl es mir. Eusebio macht sich verdächtig? Eusebio macht sich verdächtig. Eusebio ist ein Penner. Er zerkleinert Gräser und braut Schnaps. Vielleicht hat er ja zu viel von seinem eigenen Zeug geschluckt. Egal, lass ihn in Ruhe. Wir brauchen ihn. Luca will sich dein Gold reinziehen? Luca will sich dein Gold reinziehen. Ach, herrlich. Dieser Tagedieb schleicht sich hier ein. Gute Arbeit. Und jetzt sorge dafür, dass dieser Kerl aus meiner Stadt verschwindet. Luca muss verschwinden, 100 Gold erhalten. Machen wir ein andermal. Gibt hier noch jemanden? Da vorne gibt es noch Leute. Hat da jemand einen Namen? Müdersklave. Noch ein Müdersklave. Kann ich hier rein? Ach, hier pennen die Sklaven. Ich habe jetzt aber auch lange keine Waffenbündel mehr gesehen. So, hat er einen Namen. Hey, du! Wo willst du hin? Na, ich sehe mich mal um. Ja, das kenne ich. Aber mir machst du nichts vor. Du bist hier, weil du scharf auf schnelles Gold bist. In Benerai haben sie ja eine Mine. Da ist bestimmt was zu holen, ne? Aber du wirst die Stollen nicht betreten, klar? Jedenfalls nicht, solange du dich vorher nicht nützlich gemacht hast. Ich sage dir was. Du gefällst mir nicht. Und deshalb werde ich dich im Auge behalten. Geh zu Sancho und lass dir Arbeit geben, sonst... Sonst was? Sonst muss ich annehmen, dass du nur hier bist, um das Gold zu stehlen. Vielleicht bin und ich so. Dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken, also beeil dich lieber. Ein Job für Sancho? Du hast 3 Tage Zeit. Was machst was du hier? Was machst du hier? Ich schütze das Gold und pass auf, dass nicht jeder Fremde anfängt zu buddeln. Wichtig für dich ist nur, ich beschütze das Gold. Klar? Kann ich die Stollen? Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay, Stollen, da müssen wir Vertrauen aufbauen. Ich gehe nochmal zu Sancho. Okay, ich speichere einmal. Da muss ich Luca hier, einmal wegjagen. Legen wir uns jetzt mit diesem ganzen Ort an. Sancho schickt mich, es ist besser, wenn du aus Benerai verschwindest. Sancho schickt mich. Es ist besser, wenn du aus Benerai verschwindest. Ich glaub's nicht. Du hast mich verpfiffen? Du miese Sau! Nein, ich werde nicht gehen. Stattdessen wirst du gehen. Und zwar direkt zu Beliar. Ich spieß dich auf!
gibt einen Weg. Alter, okay. Jo. Es gibt einen Kampfmänner. Mach schon. Ja. Dem hast du es gezeigt. Ist er tot? Eine weise Entscheidung. So, okay, jetzt muss ich aber definitiv heilen. Luca? Oder Sancho? Ah, meine Knochen! Geht er jetzt? Okay. Kochtopf, kann ich hier was machen? Eintopf? Wein habe ich nichts mit. Da habe ich auch nichts mit. Ah, okay. Sancho. Okay, der hat einen Job für mich. Wir müssen nach Lago. Wo war Lago nochmal? Lago, eins weiter. Und dann gehen wir nach Lago und erfüllen das. Kompa. Hast du Arbeit für mich? Hast du Arbeit für mich? Arbeit? Die verdammten Nomaden treiben sich hier überall rum. Ich zahle dir ein Kopfgeld für jeden Nomadenführer, den du erwischst. Wenn du das unter Arbeit verstehst, dann habe ich Arbeit für dich. Wer steht auf deiner Liste? Shakyor der Löwe. Er hat Lago überfallen. Hurit, er überfällt mit seinen Leuten die Oasen im Süden. Und Jespas, er lauert an den Wegen und überfällt Reisende. Okay, das sind Nomaden aber. Vielleicht finden wir die hier im Süden und können uns denen anschließen. Aber bisher machen wir nur Jobs für die Assassinen hier gerade. Weil wir die Nomaden hier einfach nicht finden. Okay, Schakale. Einmal speichern. Und dran vorbei. Also hier die Seite führt uns einfach direkt weiter zum einfach, also die Seite von der Wüste. Einfach in die nächsten Dörfer, Orte. So, müsste das... Da ist Lago, okay. Mit wem muss ich hier nochmal reden für die Quest? Crawler ja gestohlen von Lago. Fabio. Oder Fabios. Wer ist Fabios? Sigonarat. Wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Sanfte Grüße, mein Freund. Wie kann Sibornarat dir helfen? Dem Wissenden, dem Finder unter den Suchenden. Alles klar? Alles bestens. Die Sonne ist warm und der Sand ist trocken. Das Leben könnte nicht schöner sein. Willst du was kaufen? Der gute Sibur hat so allerlei anzubieten. Hast du was geraucht? Hast du was geraucht? Sag doch nicht sowas. Sieh es als bewusstseinserweiternde Meditation. Du glaubst gar nicht, wie alles auf einmal so einfach ist. Da glaub ich dir. Die Bedeutung des Kleinen im Großen. Das Große im Kleinen. Hast du? Ja. Willst du was?
Es ist wirklich gutes Zeug, oh sinnverfremdender Freund. Lass mir raten, Sumpkraut. Ich habe vor deinem Haus eine Bootswerft gesehen. Ich habe vor deinem Haus eine Bootswerft gesehen. Baust du auch Boote? Nein, nein. Das ist mir viel zu anstrengend geworden. Mhm. Ich ziehe mir lieber noch etwas Kraut rein und baue im Kopf. Letztens war ich so dicht. Ich habe ein wirklich geniales Boot geträumt. Das müsste ich direkt aufzeichnen. Okay, kann ich die Zeichnung haben? Kann ich die Zeichnung haben? Hey Mann, das ist meine Erfindung. Die gebe ich nicht so einfach her. Kann ich dich irgendwie überreden? Also ich hätte da eine Idee. Bring mir 5 Felle von weißen Wölfen. Ich glaube, die gibt's in Nordmar. Du willst mich verarschen. Felle? In der Wüste? Und dann noch aus Nordmar? Klar, Mann. Du hast ja keine Ahnung. Schon mal nackt auf einem Fell gelegen und einen geraucht? Musst du echt mal machen. Das ist wie fliegen. Ich probiere gerade viele Fälle durch. Das von weißen Wölfen fehlt mir noch. Sind wir im Geschäft? Was ist so los in Lago? Was ist so los in Lago? Seit Rasul hier ist, wächst das Kraut überall. Ansonsten sprich mit Fabio. Aber sei vorsichtig mit ihm. Er ist wirklich unentspannt. Okay, komm, ich bring dir die Fälle. Ich bring dir die Fälle. Aber wehe, ich bekomme die Zeichnung nicht. Hey, entspann dich. Hier, rauch erst mal einen. Der alte Sibur hält, was er verspricht. Vertrau mir, o Sohn des Misstrauens. Siburs flauschige Träume. Okay, wo ist Fabio? Und wer ist Fabio? Abweisende Wache. Was bewachst du hier? Musst du nicht wissen. Finde heraus, wer da gefangen ist. Ich. Nein. Aber... Auf keinen Fall. Ah, Sumpfkraut. Okay, sehr viel Sumpfkraut. Noch mehr Sumpfkraut. Da haben wir einen Trommler. Rasul? Was baust du hier an? Was baust du hier an? Sumpfkraut, Mann. Reines, feines Sumpfkraut. Hier, nimm mal eine Kostprobe. Ich verkaufe auch Pakete. Das Zeug ist begehrt. Also verpasse nicht die Chance, dir ein paar mitzunehmen. Wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, der wird ein Vermögen dafür zahlen. Ich dachte, Sumpfkraut wächst im Sumpf. Ich dachte, Sumpfkraut wächst im Sumpf. Ja, das denken alle. Aber sieh dich doch mal um. Es wächst schneller, als ich es rauchen kann. Die Bedingungen sind ideal. Jede Menge Sonne, frische Brisen. Das macht den Blütenstaub unglaublich fein. Ich schaffe alle paar Wochen eine Ernte. Wenn sich nicht gerade die Blutfliegen oder Nomaden darüber hermachen. Blutfliegen stehen auf Sumpfkraut? Blutfliegen stehen auf Sumpfkraut? Tja, die Mistviecher wissen anscheinend, was gut ist. Sie haben mir schon ein paar Ernten versaut. Du verstehst was von Pflanzen? Du verstehst was von Pflanzen. Und nicht nur das. Ich verstehe auch was von Tränken. Ich war vorher in Ben Erai. Eusebio hat mir eine Menge beigebracht. Oh, nein, nicht der. Was weißt du über die Nomaden? Was weißt du über die Nomaden? Diese Penner, sie haben die Sklaven befreit und meine Ernte gestohlen. Ich meine, das kann ich ja noch verstehen, aber ein paar von ihnen sind mitten durch meine Pflanze getrampelt. Penner! Okay, warum haben sie dich nicht befreit? Warum haben sie dich nicht befreit? Mich befreien? Und wer kümmert sich um die Pflanzen, wenn ich weg bin? Nein, ich gehe nicht weg. Hier gibt's genug für mich zu tun. Okay, ich kann mich ja mal um die Blutfliegen kümmern. Ich kann mich ja mal um die Blutfliegen kümmern. Mann, ich hab's nicht gewagt, dich danach zu fragen. Aber weißt du was? Ich lasse ein Paket Original Lago Sumpfkraut springen, wenn du die Biester vertreibst. Hey, wer für mich arbeitet, der soll auch genießen. Hier, rauch mal einen. Und lass dir Zeit. Die Biester fliegen nicht von alleine weg. Leider. Okay, weißt du etwas über den Gefangenen? Weißt du etwas über den Gefangenen? Hey, Mann, das ist aber eine ganz unentspannte Frage.
Also, was weißt du? Ich weiß nur, dass Fabio keinen Ärger will. Deshalb will er nicht, dass darüber gequatscht wird. Du weißt also nichts? Hey Mann, was glaubst du? Ich bin hier der Gärtner, nicht der Folterknecht. Okay, gut. So, sein Sumpfkraut gönne ich mir jetzt. Alter, hier ist ja richtig viel davon. So, Sumpfkraut. Ich frage mich jetzt wirklich, wer das ist. Eine Gefangene. Bestimmt einer unserer Freunde aus Kurinis. Aber nicht von unserer Truppe. Oh, hier ist ein Teleportstein. Den nehmen wir mit. So, wenn es keinen Sumpfkraut gibt, dann gibt es auch keine Blutfliegen, die das hier klauen. Oder kaputt machen. Jetzt müssen wir noch Fabio finden. Mamuk? Was? Was ist los? Was machst du hier? Was machst du hier? So wenig wie möglich. Warum sollte ich auch irgendwas machen? Mann, hier wächst überall Sumpfkraut. Es ist traumhaft. Weißt du, wer der Gefangene ist? Weißt du, wer der Gefangene ist? Wer? Ich? Nein. Ich weiß nichts. Komm schon, ich sag's auch nie weiter. Komm schon, ich sag's auch nicht weiter. Hey Mann, ich rauch vielleicht zu viel, aber ich bin nicht blöd. So, was verlangst du für den Namen? Was verlangst du für den Namen? Weißt du, es gibt nichts, das du... Warte mal, Fabio wollte doch irgendwas von mir. Was war das noch? Weniger rauchen? Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ich sollte mich um die Lurker an der Küste kümmern. Also, bring mir ein paar Lurker heute und klauen, sagen wir, jeweils 10 Stück. Die kann ich dann Fabio zeigen und du kriegst den Namen. Alles klar? Okay, wo finde ich die Lurker? Wo finde ich die Lurker? An der Küste. Geh einfach ein Stück die Küste entlang. Da gibt es echt viele von den Viechern. Ach, noch eins. Bring mir die Trophäen alle auf einmal. Sonst vergesse ich bestimmt, wie viel du mir schon gegeben hast. Okay. So, jetzt will ich aber wissen, wo Fabio ist. Und wer Fabio ist. Echt, jetzt das Sumpfkraut wächst hier einfach überall. Grubus? Was machst du hier? Was machst du hier? Der große Tempel in Bensala wurde geplündert. Die Artefakte wurden geklaut. Dolok gab mir den Befehl, die Artefakte zu suchen. Was denn? Glaubst du, hier in Lago gibt es Artefakte? Nein, Mora. Aber hier gibt es einen Mann, der etwas darüber wissen kann. Wer soll das sein? Fabio hat einen Mora eingesperrt. Wenn er etwas weiß, wird er es sagen. Weißt du, wer der Gefangene ist? Weißt du, wer der Gefangene ist? Ein Mora. Kennst du seinen Namen? Kennst du seinen Namen? So viele Moras, so viele Namen. Ich merk mir das nicht. Hast du schon mit dem Gefangenen gesprochen? Ja. Aber er hat nichts gesagt. Der alte Mann ist zäh. Verstehe. Alter Mann? Du verstehst etwas vom Kampf, was? Du verstehst etwas vom Kampf, was? So viel, dass es sogar reicht, um dir was beizubringen, Mora. Willst du mich im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Okay, im großen Waffenumgang. Kann er mir noch beibringen. So, gibt's hier einen Fabio? Oder... In welcher Hütte soll der sein? Was passiert, wenn ich Wasserpfeife rauche? Passiert nix. Wir sind weder beeinträchtigt oder sonst was. Wache. Ich glaube, hier oben ist Fabio, oder? Ist hier vielleicht. Nee, hier ist aber ein Bett. Wenigstens das. Fabio! Was willst du hier? Hast du dich verlaufen? Nur Sklaven oder plündernde Nomaden kommen hierher. Und wie ein Sklave siehst du nicht gerade aus.
Und du? Was machst du in diesem Nest? Und du? Was machst du in diesem Nest? Ich? Ich bin hier der Boss. Gut. Meine Jungs sind nicht gerade die Elite des Landes. Ich habe ein paar Wachen, einen Ork und einen ständig dichten Gladiator. Aber hier wächst verdammt nochmal das beste Sumpfkraut in der gesamten Wüste. Und ich habe einen Gärtner. Hat Zuben einen Gärtner? Oder König Robar? Wohl nicht. Alles klar. Und wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Wir wurden überfallen. Was glaubst du, wie die Lage ist? Jetzt wieder ruhig? Ja, aber die Ruhe ist trügerisch. Die Nomaden wurden von Shakyor angeführt. Und ich wette, er ist noch irgendwo in der Nähe. Habt ihr hier so etwas wie eine Arena? Habt ihr hier so etwas wie eine Arena? Klar. Wir haben extra eine Grube ausgehoben. Wenn du kämpfen willst, sprichst du mit mir. Okay, Sancho schickt mich übrigens. Sancho schickt mich. Ach ja? Und was will der fette Sack? Er will wissen, wo sein Gold bleibt. Hast du schon mal einen Blick in den Stollen geworfen? Was ist passiert? Die Nomaden haben alle Sklaven mitgenommen. Und ohne Sklaven gibt's auch kein Gold. Ich werde es ihm ausrichten. Ja, mach das. Er kann ja selber zur Spitzhacke greifen, wenn er sein Gold will. Okay, weißt du etwas über diesen Shakyor? Was weißt du über diesen Shakyor? Die Sklaven nennen ihn den Löwen. Manche behaupten, er sei kein Mensch, sondern ein Tiermensch. Ein Druide. Und was glaubst du? Ich habe ihn kämpfen sehen. Und ich sage, er ist ein Räuber. Ja, er hat einen Löwen an seiner Seite. Aber das macht ihn nicht unbesiegbar. Okay, was soll mit Shakyor geschehen? Was soll mit Shakyor geschehen? Solange er sich in der Gegend rumtreibt, werden wir keine ruhige Nacht mehr haben. Er soll verschwinden. Möglichst für immer. Du hast einen Gefangenen. Du hast einen Gefangenen. Genau. Ich habe einen Gefangenen. Und solange ich den Schlüssel habe, wird niemand mit ihm sprechen. Wer ist der Gefangene? Er ist ein großes Risiko. Und nein, ich werde dir nicht sagen, wer mein Gefangener ist. Das wissen eh schon zu viele. Nun frag mich nicht weiter nach Dingen, die dich nichts angehen. Okay, Arena will ich noch nicht kämpfen. Sumpfkraut nehme ich aber mit. Dann würde ich jetzt einmal wieder zurückgehen wollen. Komische Quests hier. Stimmt, von da haben wir noch keinen Teleportstein. Von Ben Erai. Zumindest von Lago, aber nicht von Ben Erai. Und das mit den Lurkern müssen wir auch noch machen. Arena-Kampf müssen wir dann da machen. Aber ich will erstmal diese 3 Tage da schaffen. Innerhalb von den 3 Tagen. Das war, glaube ich, keine gute Idee, hier entlang zu gehen. Warte mal. Ah, ich laufe in die falsche Richtung. Ich muss in die Richtung. Da muss ich hin. Laufe ich einfach mal komplett falsch. Aber okay, dann quer durch die Wüste. So. Dann wären wir schon mal da. Gucken wir mal, was Sancho dann jetzt sagt. Warte, da lag was. Ach, Morgentau. Lassen wir mal liegen. Die nehmen wir mit. Heilpflanzen nehmen wir mit. Kaktusblüte, 1. Sumpfkraut nehmen wir auch mit.
10 Kaktusblüten brauchen wir insgesamt. Was ist mit dem müden Sklaven? Ich will keinen Ärger haben. Haben wir auch... Ne, wir haben noch nichts Neues an den Lernpunkten. Aber Sancho, sag ihm Bescheid, was Phase ist. Ich war in Lago beim Stollen. Sind die Sklaven noch da? Nein. Lago wurde von Nomaden überfallen und die Sklaven sind weg. Bei Belias zornigem Atem. Jetzt reicht's mir aber langsam. Untote in Bensala, Nomaden in Lago. Anscheinend ist die ganze Welt verrückt geworden. Für diese Nachricht sollte ich dir eigentlich gar nichts zahlen, aber natürlich bekommst du deinen Lohn. Was? Untote in Bensala? Untote in Bensala? Du hast noch nichts von den auferstandenen Leichen gehört? Nichts von den Rastlosen und Verfluchten? Nein. Lass dich davon nicht ablenken. Hier gibt es für dich mehr als genug zu tun. Bleibe einfach hier und halte dich fern von Bensala. Was hast du jetzt vor? Na was wohl. Wir besetzen den Stollen wieder. Du hast doch nach Arbeit geschrien. Geh zu Vasco. Er soll dir ein paar Sklaven freistellen, aber nicht gerade die besten. So, mein Ruf hier ist jetzt bei 5. Kann ich mit Dings hier nochmal reden? Mit ihm? Halt! Keinen Schritt weiter! So, du hast dich also nützlich gemacht. Dann mach weiter so. Wenn du Training brauchst, lerne von mir. Und erledige noch weitere Jobs. Vergiss nicht, ich behalte dich im Auge. Kann ich in die Stollen? Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Könntest du mich im Kampf unterrichten? Mit 2 Waffen lernen, Umgang mit großen Waffen. Okay, da... Ah, hier. Da ist der Teleportstein. Wie viele haben wir jetzt davon? Luca? Haben wir mal riskiert? Ihn nochmal ausgeplündert? Das kann ich nicht glauben. Habe ich noch was für hier? Nein, leider nicht. So etwas darf nie wieder geschehen. So, okay. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Was mit Luca ist, kann ich jetzt auch nicht sagen, ne? Oder nichts machen. Verdammt, was ist los? Zeig mir deine Ware. Kann ich ihm was verkaufen? Was hat er denn hier? Oh, das sind Rezepte. Giftrezept, okay. Manetrank aus Morgentau. Mana-Trank aus... Warte mal. Heiltrank aus Waldbeeren. Aus Heilwurzeln. Aus Sonnenkraut. Aus Waldbeeren. Die nehmen wir mit. So, 7000 kostet mich das jetzt. Was kann ich ihm dafür andrehen? Das. Das. Eine Spitzhacke. Hier habe ich nichts. Hier habe ich... Den behalten wir. Habe ich hier sonst irgendwas? Waranleder. Goldausgleich. Ja, dann haben wir mal was ausgegeben. Oh! Buchständer. Hier steht was über Alchemie. Ah, nice. Apropos Alchemie. Okay, wir brauchen Fläschchen, jede Menge. Ohne die kann ich keine Heiltränke machen. Kann ich hier so rein? Die sperren mich hier nicht ein, okay. Interessant. Kann ich hier mich irgendwo schlafen legen, damit es wieder hell ist? Nope. Irgendwo anders?
Da vielleicht? So, ich benutze mal sein Bett. So, bis zum nächsten Morgen. So, einen Moment. Dann gehen wir, ich speichere nochmal, und dann gehen wir mal in Richtung Dingenskirchen hier. Wieder zurück nach Lago. Und Benzala. Das hier ist also von Untoten überrannt. Können wir das dann für die Nomaden befreien? Also so ähnlich wie Gotha. Dass wir dann eine Stadt, die unsere nennen, hier für Varant. Eine dann im Mittelland und eine dann hier in Nordmar. Vielleicht gibt es da auch eine Stadt, die von Untoten überfallen ist, die wir befreien können. Ich mag die Musik. So, hier muss ich aber auch mal runter, meinte der. Die Lurker suchen und die Blutfliegen. Ich speichere nochmal. Ich weiß jetzt nicht, wo ich lang muss. Obwohl, warte mal. Ah, aua. Jetzt habe ich meinen Fuß gestoßen. Karte der Tempelschlüssel. Ausgrabung. Ah, okay. Weltcard. Habe ich hier irgendwas? Ne. Hier Heiltrank. Eintopf, Fleischwanzen-Ragout, Breitschwert. Aber da ist wieder das Herzland. Aber wo hat er jetzt gesagt gehabt? Wo muss ich entlang? Da entlang? Wegen den Lurkern? Oder sind die weiter oben? Ich glaube, die sind oben. Hier unten finde ich nichts. So, steck mal die Waffe wieder ein. Also Blutfliegen und Lurker muss ich jetzt suchen. Da oben sind die Blutfliegen, okay. Die Frage ist, wie komme ich jetzt da hoch? Jetzt ist er, wie komme ich da hoch? Okay, habe ich es geschafft. Jo, wie viele? Jo. Alter, das waren aber viele. So, wir haben da gespeichert. Das waren sehr viele. Wie soll man diesen schaffen? Also gegen so viel auf einmal. Gut, dass die nicht mehr diese giftige Zeugs haben. Vielleicht versuche ich mal nur ein paar anzulocken. Ich speichere mal hier.
Schaffen die es? Ich speichere nochmal. Und ich guck mal, dass die vielleicht... Das sind wirklich viel zu viele. So, vielleicht nochmal kurz was snacken. Was kann ich mit den Blutfliegenstacheln machen? Okay, jetzt kommen sie alle. Okay. Nochmal was futtern. Die stecken da fest wenigstens. Vielleicht nochmal speichern. Okay, da kommt noch einer. Okay, haben wir alle. So, ich nehme alles. So. Gibt's nicht mehr von denen? Einmal speichern. Ach, hier ist doch noch einer. Und ich habe mein Leben nicht aufgeladen. Und noch ein Lurker. Nein, ich drücke das falsche, die falsche 5. Also ich habe bald keine Heiltränke mehr. Okay. Was habe ich da gerade eingesammelt? Nochmal speichern. Also sind die Lurker hier oben. Okay, der bleibt da hinten. So, was hat denn hier? Lurkerklaue. Nochmal speichern. Okay, hier sind sehr viele Lurker. Auch wieder alles mitnehmen. 10 Stück muss ich jetzt sammeln, oder wie? Hier oben ist aber keiner. Noch ein Heiltrank? Ausdauertränke haben wir ohne Ende. Und noch mehr Blutfliegen. Jetzt kommen gleich 2. Verdammt. Okay, das geht funzen. Jetzt stecken die ineinander. Ja, okay, der ging daneben. So, jetzt hört auf zu bewegen. Ach komm. So, der ist tot.
Und der. So, dann dürften da eigentlich keine mehr sein, oder? Muss mal ganz kurz gucken. Im Inventar. Wie viel haben wir jetzt? Den auch noch einmal benutzen. So, altes Wissen sind wir jetzt bei 86. So, 6 haben wir. Also 4 müssten da noch sein. Jetzt ist nur die Frage, was kommt zuerst auf uns zu? Die Blutfliegen oder die Lörker? So. Okay. So, einmal alles nehmen. Hier auch nochmal alles nehmen. Speichern. Und den nächsten holen. Sind die hier weiter oben oder wo sind sie jetzt? Wollt ihr denn nicht 10 haben? Jetzt sind hier aber keine 10. Okay, jetzt kommen hier 2. Zwei fehlen noch. Okay, wieder was essen. Wir haben gleich nichts mehr zu futtern. So. Das wird langsam knapp. Nochmal speichern. So, einer noch. Da. Es kommen aber... Nein, 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 nein. Nicht gleich 3. Was ist jetzt mit denen? Speicher einmal. Vielleicht schaffe ich es auch alle 3. Da! 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 Okay, haben wir auch geschafft. Das war aber knapp. Das war sehr knapp. Jetzt nochmal einen Heiltrank. Und speichern. Dann ist die Quest da mit den Dingen erledigt. Einmal mit den Lurkern und einmal mit den Dingen, die mit dem Blut fliegen. So. Gehen wir hier runter. Nee, alles gut. Mammuk. Hier sind deine Lurker-Trophäen. Hey, hey, hey. Danke, Mann. Du hast es echt drauf, was? Jetzt sag mir, was du weißt. Was würdest du sagen, wenn ich den Namen gar nicht kenne? Dann würde ich gar nichts sagen. Dann würde ich dir sehr, sehr wehtun. War nur ein Scherz, Mann. Also pass auf. Der Gefangene ist einer der Wassermagier. Er ist ziemlich alt und sein Name ist Vatras. Vatras? Jetzt weißt du es. Warum nicht gleich so? Aber sei vorsichtig. Wenn Fabio das rauskriegt, sind wir beide dran. Okay, Vatras. Den müssen wir hier definitiv rausholen. So. Deine Blutfliegen sind erledigt. Die Blutfliegen sind erledigt. Dann ist meine nächste Ernte gesichert. Hier, nimm ein Paket Sumpfkraut, Vater der Entspannung. Nice. Nächste Stufe. Perfekt. So. Welchen Teil von Nein hast du nicht verstanden? Geh weg! Okay. Ich speichere nochmal, bevor ich mit Fabio rede. So. Ich will in der Arena kämpfen. Ich will in der Arena kämpfen. Gut. Du kannst gegen Grubutz kämpfen. Oder gegen Mammuk. Dann will ich... Nein. Warte. So läuft das nicht.
Du wirst erst gegen Mamuk kämpfen. Danach kannst du gegen Grubutz antreten. Okay, dann lass mich gegen Mamuk kämpfen. Lass mich gegen Mamuk kämpfen. Von mir aus gerne. Aber ich frage mich, ob Mamuk das überhaupt noch schafft. Seit Rasul das Kraut anbaut, ist er ständig dicht. Naja, ein paar Schläge werden ihm nicht schaden. Sieh mal zu, dass du ihn in die Arena kriegst. Okay. So, Mamuk? Wir beide kämpfen jetzt eine Runde in der Arena. Was? Arena? Sag mal, wollen wir nicht lieber einen rauchen? Hm? Du hast schon genug geraucht. Hey, bleib ruhig, Vater der Hektik. Komm, wenn du gewinnst, kriegst du auch einen Stängel. Wenn du nicht in die Arena willst, prügeln wir uns halt hier. Ja, komm. Wir kommen mal so. Wenn du gewinnst, kriegst du auch einen Stängel. Weißt du was? Wenn ich rauchen will, dann pflücke ich mir einfach was. Los, beweg deinen Arsch. Los jetzt, beweg deinen Arsch. Mann, du warst noch nie richtig breit, was? Vater der Abstinenz. Wenn du nicht in die Arena willst, prügeln wir uns halt hier. Ist ja schon gut. Ich komme ja mit. Immer dieser Stress. So, speichern. Das mache ich noch. So, mal gucken, wie gut der ist. Zeig mir, was du kannst. Da, 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 da. Alter, okay, Alter, der ist ja richtig gut. Alter, okay, das machen. Dann würde ich sagen, das machen wir lieber dann in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.